Ich habe so ein bisschen wehmütig in eure Runde geschaut und gedacht, hey, wo habe ich mich rumgetrieben, als ich so alt war wie ihr? Und dann wurde ich in der Vorbereitung daran erinnert, ich saß in einem Klassentreffen, das erste nach 17 Jahren. Und in der Vorbereitung, wenn man auf so ein Klassentreffen geht, denkt man immer, wie haben sich wohl die anderen entwickelt? In meiner Klasse gab es ein paar ganz Obercoole. Da gab es so die Klassenschönste, mit der jeder gehen wollte und keiner hat es geschafft, weil die hat sich irgend so ein Bundi geschnappt. Wir waren damals noch nicht reif genug oder nicht alt genug oder was auch immer. Da gab es so den Klassenprimus, der Supercrack, von dem man wusste, der studiert und der macht absolut Karriere. Ja, und dann gab es uns so den mittleren Durchschnitt irgendwie. Und dann gab es die Losertruppe, die gab es auch schon. Und so nach 17 Jahren also ich bin mit dem Gedanken hingegangen, hey, mal gucken, was so aus den Leuten geworden ist. Und wir saßen zusammen und das war klasse. Alle waren sie natürlich gestylt und gepflegt, jeder musste das Image wahren. Und ich saß so an unserem Stammtisch in meiner Reihe, da saß so die netteste und die süßeste aller Ladies, die wir bis zu dem Zeitpunkt gekannt haben und ich guckte die Dame an. Und ich dachte, Mann, der Zahn der Zeit hat ziemlich an dir genagt. Das Gesicht war aufgedunsen, man sah, die Frau hat Probleme mit Alkohol. Ich hörte so ein bisschen in das Gespräch rein. Sie hatte mittlerweile den 5. Mann, 3 Kinder, jedes Kind vom anderen. Man würde heute sagen, die ist ein bisschen auf den nuttigen Trip gekommen. Und ich schaute sie an und ich hörte sie an und ich hörte eine verbitterte, resignierte, noch relativ junge Frau. Ich fragte, wo mein Kumpel Sven war der Obercoolste von uns allen. Die meiste Zeit war er nicht in der Klasse gewesen, jedenfalls im Abschlussjahr nicht. Hey Leute, wo ist denn Sven geblieben? Und neben mir sagt einer, so, den haben sie vor ein paar Jahren vom Baum abgekratzt. Der war so auf Droge, dass er nicht gewusst hat, was er tut und ist mit dem Auto volle Kanne gegen den Baum genagelt. Norbert war auch nicht mehr da, der saß im Knast. Nicht unser Norbi. Von Klaus habe ich auch nichts gehört, bis ich nachgefragt habe. Klaus war so ein Intellektueller. Die hatten ihn in die Psychiatrie gebracht. Ehe und Geschäft gingen den Bach runter und er wusste nicht, was er tun sollte. Ich hörte mir so eine Story nach der anderen an. 3/4 der Klasse war schon zum 2. oder 3. Mal verheiratet. Und ich dachte, Mann, 17 Jahre sind schon eine echt bittere Zeit. Unser Klassenprimus Dirk saß direkt neben mir. Wir hatten auch in der Schule immer nebeneinander gesessen. Und ich habe ihn angehauen und gefragt, ey Dirki, was machst du jetzt? Ha? Er sagte, ich studiere immer noch. Ich sag, was machst du? Oh, sagt er, du, ich habe da schon ein paar Mal abgebrochen, ich habe immer noch nicht das Richtige gefunden. Ja, und wovon lebst du? Ich lebe bei meinen Eltern. Ja, und was machst du sonst? Ja, weißt du, ich bin da bei uns in Westerrönfeld in dem Dorf ab und zu Bademeister. Ich dachte, das darf nicht wahr sein. Der Typ war derartig intelligent und derartig fit, der hat immer in Mathe die 1 gehabt. Der hatte das schon abonniert. In Physik, das war überhaupt kein Problem, der hatte das immer aus dem Arm geschüttelt. Und nicht in der Lage, sein Leben zu regeln. Und ich saß da eine ganze Weile und ich kannte sie alle. Und ich wusste, damals hatte ich Jesus gefunden. Und ich hatte ihnen erzählt davon, wie Jesus mein Leben veränderte und wie er das berührte. Und Thorsten war einer meiner Schlaggefährten der alten Garde und der alten Zeit. Und er sagte zu mir, ey, Matthias, weißt du noch, wie wir ihn auf die Schnauze gehauen haben? Das waren noch gute Zeiten, oder? Und ich versuchte mich nicht dran zu erinnern. Weil ich fand die Zeit damals im Nachhinein nicht wirklich toll.
Und er sagt zu mir, ey, das war doch klasse, oder? Wenn wir besoffen waren, wir haben geprügelt, wie wir gefunden haben. Freund und Feind, war doch ganz egal. War das nicht geil, ey, hä? Dann wären wir noch richtige Kerle. Und ich schaute meinen Toddy an und sagte, ey, Toddy, bist du immer noch mit Claudia zusammen? Oh, sagt er, schon lange nicht mehr. Hat er zweimal versucht zu heiraten, dann habe ich gemerkt, das klappt irgendwie nicht. Heute leben wir einfach so. Und ich dachte im Stillen, du arme Socke. Der Abend lief und Karen, eine nette, blondhaarige, blauäugige Dame, ich merkte, sie hatte schon leichten Schuss im Tee, und sie kuschelte sich an mich, schaut mich an, leicht angesäuselt und sagt, ey Matthias, sag mal ehrlich, bist du immer noch auf dem frommen Trip? Sag mal, das mit deinem Jesus, hä, klappt das immer noch? Erzähl mal, was hast du denn die letzten 17 Jahre getrieben? Und mein Freund Tolly guckt mich an und sagt, ey, bist du immer noch mit Elke zusammen? Ja, sage ich, ich bin immer noch mit derselben Dame verheiratet. Karen rückte ab. Und plötzlich sagt jemand, ey, du bist ja ein Ehedinosaurier. Immer noch dieselbe. Sag mal, hast du nichts dazugelernt? Doch, sage ich, weil ich was dazugelernt habe, bin ich immer noch mit derselben Dame zusammen. Und plötzlich brüllt einer von hinten rüber, ey, du bist immer noch Pastor? Ja, ich bin immer noch Pastor. Erzähl mal, Pastor, wie lebt man denn so als frommer Christ? Und dann habe ich ihn erzählt. Und ich habe gesagt, ey, Freunde, ich erzähle euch 20 Minuten was von meinem Leben. Und danach erzählt ihr mir was von eurem Leben. Ich erzähle euch, was der Glaube mir gebracht hat. Und danach seid ihr dran zu erzählen, was euer Unglaube euch gebracht hat. Und ich erzähle euch, was der Glaube mir gebracht hat. Der Glaube an Jesus hat mein Leben heil gemacht. Als ich ohne Jesus gelebt habe, war ich total zerfressen von Hass. Hass auf meine Eltern, Hass auf die Welt, in der ich gelebt habe. Ich habe mir das nämlich nicht ausgesucht, wahrscheinlich wie du auch nicht. Hat uns nämlich dummerweise keiner gefragt, ob wir geboren werden wollten oder nicht. Ich habe die Lehrer gehasst, ich habe die Schule gehasst, ich habe jeden verprügelt, den ich finden konnte. Ich habe meinen Zorn ausgelebt, manchmal bis zum Jähzorn, dass ich selber nicht wusste, was ich tat. Ich kann mich an viele Zeiten, die sind wirklich raus aus meinem Kopf, an die kann ich mich gar nicht erinnern. Ich kann mich nur an Phasen erinnern, wo ich bei der Polizei gelandet bin oder im Krankenhaus aufgewacht bin und nicht wusste, wie ich dahin gekommen bin. Ich kann mich an all diese Zeiten erinnern, wo ich vor lauter Wut irgendwie irgendwelche Türen kaputtgeschlagen habe, nur weil ich nicht wusste, was ich mit mir selber anfangen soll. Ich kannte diese Frage, was mache ich hier eigentlich, die kannte ich zu Genüge. Die habe ich mir wieder und wieder gestellt. Ey, warum renne ich hier eigentlich über diese verblödete Welt? Tu mir diese ganzen Idioten an und weiß selber mit mir selbst nichts anzufangen, weil ich mich selber zum Kotzen finde. Und ich würde mir so gerne wünschen, dass irgendwer mir mal erzählt, was wir hier eigentlich machen sollen. Und ich kannte das fromme Gesülze. Ich hatte genug fromme Leute in meiner Umgebung, die mir irgendwas erzählt haben. Und dann habe ich mir das Leben dieser sogenannten frommen Leute angeguckt und habe gesagt, ey, wenn ich so werden soll wie die, Dankeschön, das habe ich reichlich. Ich konnte das nicht hören. Im Reli-Unterricht, kann ich mich noch erinnern, habe ich der Frau das Reli-Buch an die Rübe geworfen. Den Bio-Lehrer, den blöden Sack, den habe ich verprügelt. Und dann haben sie mich von der Schule geworfen. Hatte ich erstmal ein halbes Jahr Zwangsurlaub. Ich kann Leute verstehen, die sagen, ey, lass mich mit Gott und dem frommen Kram wirklich in Ruhe. Das kann ich so gut nachvollziehen. Ich kann Leute verstehen, die sagen, ey, ich habe auf diesen ganzen Kram hier keinen Bock. Ey, und ich sag dir, das kenne ich gut.
Das habe ich selber zur Genüge durch. Aber weißt du, was ich nicht vergessen habe? Ich habe die Frage nicht vergessen in meinem Herzen. Ich konnte das nicht loswerden, diese Frage, die immer da ist. Nämlich, was mache ich hier eigentlich? Ey, was tust du hier? Warum lebst du überhaupt? Und war das schon alles, was wir hier treiben? 60 Jahre die Luft verpesten, Sportschau gucken und uns über die Welt ärgern. Also wenn das schon der gesamte Lebenssinn war, dann war das wenig, Freunde. Geld verdienen, ja wozu denn? Um mit irgendwelchen Leuten mitzuhalten, die du nicht leiden kannst, um Sachen zu kaufen, die du am Ende sowieso nicht brauchst? Denn ehrlich, wer von euch kann mit mehr als ein paar Schuhe gleichzeitig durch die Gegend rennen? Denk mal drüber nach, was sie dir alles für einen Schwachsinn erzählen, was du alles brauchst. Wisst ihr, was ich festgestellt habe? Ich habe noch nie einen Leichenwagen mit Anhänger gesehen. Wisst ihr, warum nicht? Weil du kannst den Krempel sowieso nicht mitnehmen. So, wenn das dein ganzer Lebenssinn war, dann bist du eine echt arme Socke. Das war's nämlich nicht. Wenn darin das gesamte Leben bestand, irgendwo Karriere zu machen, ja du liebe Zeit, wofür denn? Wenn es sowieso keinen Sinn macht, hier rumzurennen. Und ich merkte plötzlich, in mir wurde diese Sucht immer größer. Diese Suche nach Sinn. Und in dieser Suche habe ich alles, was ich irgendwie finden konnte, mitgenommen. Und ich merkte jedes Mal, ich bin genauso enttäuscht, weil wenn dieser erste Flair vorbei war, merkte ich, ey, die sind hohl, die haben mir nicht wirklich was zu sagen, die wissen auch nicht, wo es hingeht. Und es kam der Punkt, wo ich tatsächlich in meinem Leben ernst gemacht habe und habe gesagt, ey, wenn sowieso alles Schwachsinn ist, dann lass uns das Ding hier zu Ende bringen. Und ich stand unter einer großen Eiche. Diesen Platz vergesse ich nie mehr. Ich stand da, ich hatte den Strick schon richtig geknüpft, das hatte ich mir in so einem Buch abgeguckt, wie das funktioniert. Und ich habe gesagt, Gott, wenn es dich gibt, dann hast du mich ganz offensichtlich vergessen. Und als ich da stand und dachte, ich schmeiß das Leben weg, da kam mir plötzlich siedend heiß ein Gedanke, der brannte wie so ein feuriger Pfeil in meinem Kopf. Nämlich der Gedanke hieß, was ist, wenn es mit diesem Leben doch nicht zu Ende ist? Was um alles in der Welt, wenn es doch sowas wie ein ewiges Leben gibt und es tatsächlich sowas wie Himmel oder Hölle, wie auch immer man sich das vorstellen muss, was ist, wenn es das gibt? Und sei ehrlich, die meisten von uns waren noch nicht drüben. Keiner hat wirklich nachgeguckt, oder? Was ist, wenn es das gibt? Und ich wusste genau, wenn es einen Gott gibt, der gerecht ist, dann kriege ich auf die Rübe, dass es kracht. Da war ich hundertprozentig sicher. Aber Freunde, macht euch keine Illusion. Wenn ihr von dem heiligen Gott erscheinen werdet, seid ihr auch nicht besser. Weil wer kann schon sagen, dass er Gott mit aller Kraft seines Lebens geliebt hat? Das ist die Bedingung. Liebe Gottes gelebt zu haben, das ist der Maßstab, wenn wir oben ankommen sollten. Und da wusste ich, durchgefallen in sämtlichen Punkten. Und dann denk mal über den zweiten Satz nach. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selber. Ey, wer von euch kann sagen, dass er das wirklich praktiziert hat in seinem Leben? Und da wusste ich auch, zweiter Punkt auch schon durchgefallen. Und du kannst den Maßstab ja tief genug anlegen und sagen, oh, ich war nicht wie Adolf Hitler. Nee, natürlich warst du nicht so. Aber das ist doch nicht der Maßstab, oder? Sondern der Maßstab ist der heilige Gott selber. Und da wusste ich genau, ohne Chance. Wenn ich bei dem erscheine, dann ist alles zu spät. Aber Freunde, auf Brutzeln hatte ich auch keine Lust. Und ich stand da und ich hatte ein echtes Entscheidungsdilemma und habe mich gefragt, was mache ich jetzt? Und in dem Augenblick, glaube ich, hatte ich die ersten wachen 10 Minuten meines Lebens. Ich habe mich da vor diesem Baum gekniet und habe wahrscheinlich zum ersten Mal richtig gebetet in meinem Leben. Beten heißt nicht, dass du irgendwelche auswendig gelernten Formulierungen rezitierst. Sondern beten bedeutet, aus deinem Herzen heraus redest du wirklich mit Gott. Und ich habe gebetet, ich habe gesagt, ey Gott, wenn du da bist, heute hast du deine Chance. Mach irgendwas. Lass mich irgendwie mitkriegen, dass es dich gibt. Ich habe so die Nase voll, ich habe es so satt, Gott, ich habe es so satt. Wenn du da bist, ey, gib mir ein Zeichen.
Und wisst ihr, was ich im Stillen gedacht habe? Ich habe gedacht, jetzt zuckt der Blitz vom Himmel. Und der Donner kommt und sagt, ey, du Sünder, du alte Ratte. Irgendwie sowas hatte ich erwartet. Aber es zuckte weder ein Blitz vom Himmel, noch eine Stimme kam. Es war eine ganz eigenartige, komische Atmosphäre. Zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich den Eindruck, ich rede nicht gegen die Wand, sondern es gibt tatsächlich ein Gegenüber. Ich konnte das gar nicht erklären. Ich kann das bis heute nicht wirklich rational erklären. Ich ging nach Hause und es war mir, als wenn einer neben mir gehen würde. Ich legte mich in mein Bett und es war mir, als wenn vor dem Bett einer stehen bleiben würde. Ich schlief zum ersten Mal seit vielen Jahren, schlief ich durch, ohne von irgendwelchen Albträumen aufgeweckt zu werden. Ich schlief durch, ich stand am nächsten Morgen auf und ich dachte, ich habe Geburtstag. Mein Freund Toddy auf diesem Klassentreffen hat das nochmal bestätigt. Wir haben dann nochmal drüber geredet. Er sagt, ey, weißt du noch, als du fromm geworden bist? Wir haben gedacht, du hast einen Trip geschmissen und bist schon so in die Schule gekommen. Und meine Mama hat das damals bestätigt. Sie hat gedacht, der Junge ist übergeschnappt, jetzt ist alles zu spät. Ich muss nach Hause gekommen sein, die Tasche flog in die Ecke. Ich saß mit dem Blick raus aus dem Fenster, die Füße auf dem Schreibtisch und habe gegrinst. Und die hat gedacht, jetzt ist er durchgedreht. Jetzt ist alles zu spät. Nun hat der letzte graue Zellenblock, der hat jetzt auch gestreikt. Fertig. Ich hatte plötzlich einen derartigen, merkwürdigen, ich habe immer gesagt, so ein scheiß Friede, ich kriegte den nicht los. Ich wusste nicht, was ich damit tun sollte. Ich stand auf und es ging mir gut und ich legte mich hin und es ging mir gut und ich saß in der Schule und es ging mir gut und ich wusste nicht warum. Und ich konnte das nicht erklären. Irgendwas war passiert. Ich merkte, irgendwas geht da in mir. Und die Leute haben mich gefragt, ey, was ist los mit dir? Und ich habe gesagt, keine Ahnung. Aber irgendwas hat sich getan bei mir. Ich weiß nicht wie und ich weiß nicht wo und ich weiß auch nicht warum, aber irgendwas ist anders. Und es hatte Wochen, es hielt dieser komische Zustand Wochen an. Und irgendwann hat selbst bei mir das leise gebröselt im Kopf. Ey, vielleicht hängt das damit zusammen, dass du gebetet hast. Was ist, wenn das, was die immer erzählt haben, dass Gott sich irgendwie dir nähert und dir seinen Frieden schenkt und du plötzlich den Eindruck hast, du bist nach Hause gekommen. Was ist, wenn das damit zusammenhängt? Den Gedanken habe ich nicht losgekriegt und ich bin zu meiner Mutter runtergestiefelt und habe gesagt, Mama, wir haben doch eine Bibel irgendwo, oder? Und na klar hatten wir eine Bibel. Wir waren eine ordentliche Familie. Da hat man vor dem Essen gebetet und so. So, es gab eine Bibel bei uns, gar keine Frage. Und ich habe die Bibel mitgenommen und ich habe die gelesen. Ich habe mich hingesetzt und gelesen. Und dann war am nächsten Tag die Schule und ich habe die Bibel in die Tasche gepackt und habe sie mitgebracht in den Unterricht. Und ich sagte, ich habe nirgendwo gesegneter gelesen als in der Schule. Das war gewaltig. Und die Lehrer waren so dankbar, dass ich die Klappe gehalten habe. Die haben mich lesen lassen. Das war noch gewaltiger. Und ich bin echt nicht durchgekommen durch das ganze Ding. Das war klasse. Und die haben, meine Kumpels, die haben gedacht, ey, jetzt ist er auf den Religiösen. Also wir haben schon eine Menge mit ihm mitgemacht, aber jetzt kommt die religiöse Phase. Oh Mann. Und ich habe gesagt, Jungs, ist mir egal, halte die Klappe, ich will lesen. Und ich habe gelesen. Und plötzlich habe ich, als wenn ich noch nie vorher was von Gott gehört hätte. Es war, als wenn mein Gehirn zugenagelt gewesen ist. Mann, ich war im Kindergottesdienst. Ich hab den ganzen Psalm mitgekriegt. Ich kannte Konfirmationsunterricht. Ich hatte das drauf auf dem Ohr, rein theoretisch. Und trotzdem war das nicht bis in mein Bewusstsein vorgedrungen, dass Gott wirklich Gott ist und mich lieb hat. Und plötzlich habe ich geschnallt, warum es Jesus überhaupt gibt. Nämlich, weil Gott uns lieb hat, ist er zu uns gekommen. Und weil wir das sonst nicht begriffen hätten, hat er sich Mensch werden lassen und hat uns erklärt, so geht das Leben, Leute. Und ich lieb dich, Mensch. Und ich bin bereit, alles zu tun, um dich zu erreichen. Ey, lass dich lieben von mir, darum geht's. Und ich habe das plötzlich begriffen und dachte, Mann, Jesus ist deshalb Mensch geworden, hat die ganzen Stufen durchlaufen, ist bis zum Kreuz gegangen, weil er uns in irgendeiner Form mit dieser Liebe Gottes wieder verbinden will. Und weil wir zu blöde waren, das zu begreifen, deswegen haben wir ihn ans Kreuz genagelt. Weil wir dachten, wir sind selber die Cracks und das sind wir gar nicht. Und ich sage euch, ich kann mich erinnern, ich saß in der Klasse und ich fing an zu heulen.
Ich glaube, das war zum ersten Mal seit Jahren, dass ich geheult habe. Ich saß da und die Tränen liefen mir aus dem Gesicht. Und die Lehrerin vergesse ich nie, Frau Schellhorn, die Arme. Die kam zu mir. Junge, tut's dir weh? Ist alles in Ordnung? Ja, es ist alles in Ordnung. Ja, wieso heulst du? Ja, weiß ich auch nicht. Ich heul einfach. Und ich kam mir selber total bescheuert vor. Ich dachte, ey, das kann nicht wahr sein. Mann, Junge, du wirst wirklich alt. Ja, was ist denn jetzt los? Aber wisst ihr, was ich plötzlich geschnallt habe? Das hat bei mir eingeschlagen wie die Bombe. Dieser Jesus stirbt für mich. Ey, wenn er für irgendwelche guten Leute gestorben wäre, hätte ich das ja noch nachvollziehen können. Aber für so einen Armleuchter. Also ich wäre nicht für mich gestorben, sage ich euch ehrlich. So toll finde ich mich überhaupt nicht. Und sei ehrlich, guck in den Spiegel, du bist auch nicht viel besser. Du siehst vielleicht netter aus. Aber ich sag dir was, dein Herz ist genauso. Und vielleicht staunst du selber manchmal über dich, was da alles rauskommt. Die meisten von euch haben bestimmt schon mal den Film gesehen, Die Schöne und das Biest, oder? Walt Disney. Ja, nick einfach und sag, ich musste es, weil meine kleine Schwester davor gesessen hat. Ist auch in Ordnung. Ja, ist egal. Die meisten haben das gesehen. Und dieser Film, der hat zu mir gepredigt. Weil ich dachte, genauso geht's mir. Ich erlebe auch, dass ich eigentlich ein Prinz sein will und trotzdem kommt das Biest in mir immer hoch. Und bei den meisten Leuten ist das auch so. Hey, wie oft hast du das erlebt, dass du sagst, Mann, ich kann das kaum glauben, was da alles aus mir rauskommt. Ey, so viel Mist kann da doch gar nicht drin stecken. Aber dann erlebst du dich. Und Freunde, das ist unser Problem. Wir können Gutes tun, keine Frage, nur unser Problem ist, wir können das Böse nicht lassen. Irgendwann kommt's wieder hoch und du lügst, was das Zeug hält. Und du denkst egoistisch nur an dich, ist dir ganz egal, ob du einen verletzt oder nicht. Das kannst du nicht loskriegen. In dir ist dieses Biest. Und du würdest dir wünschen, jemand könnte dich lieben, wie du bist und könnte dich erlösen von dir selber. In diesem netten Märchen kommt das Mädel, das ihn küsst und dann wird alles besser. Im wirklichen Leben brauchten wir jemand, der uns unsere Schuld vergibt und der uns hineinbringt in die Beziehung der Liebe mit Gott. Und das hat Jesus gemacht. Und der ließ sein Leben dafür. Und das war mir wie, als wenn mir die Schuppen aus den Augen fielen oder aus den Haaren, wie auch immer. Aber auf jeden Fall merkte ich, das ist der Punkt. Und als ich das geschnallt habe, fing ich an zu heulen. Und es war mir am Ende auch ganz egal, ob ich geheult habe oder nicht. Weil das war der Schlüsselpunkt in meinem Leben. Jesus liebt mich. Gott kommt auf die Erde, geht durch Jesus bis zum Kreuz, aufersteht und hat trotzdem die Größe, mich noch zu erreichen. Als das bei mir gezündet hat, war das wie die Atombombenexplosion in meinem Kopf. Und ich wusste, das will ich. Gott, deine Liebe will ich. Ich habe immer danach gesucht, dass irgendeiner mich lieb hat, dass irgendeiner mich anerkennt, dass mir irgendeiner sagt, dass ich wertvoll bin, dass ich einen Plan habe. Und plötzlich begriff ich, Gott hat das schon lange gemacht. Ey, ich sag dir was, das hat mein Leben umgekrempelt. Von dem Zeitpunkt an habe ich gesagt, Gott, wenn deine Liebe wirklich so stark ist, dann möchte ich gerne, dass du jeden Bereich meines Lebens packst. Jeden Bereich. Und das Verrückte, mit diesem Erleben der Gegenwart und der Liebe Gottes, passierte was an meinem Körper. Bis zu diesem Zeitpunkt war ich schwer asthmatisch krank. Ich hatte 13 Lungenentzündungen, die Lunge war wirklich schrottig. Das haben mir alle Ärzte bestätigt, deswegen durfte ich auch keinen Sport machen und so ein Zeug. Mit diesem Erleben, dass Gott in mein Leben kommt, war ich geheilt. Fertig. Und seitdem habe ich nie mehr Luftprobleme gehabt. Ich habe angefangen, Leichtathletik und Sport zu machen, wie ein Geisteskranker, völlig extrem in die andere Richtung. Und ich habe nie mehr Not gehabt, nie mehr. Zweiter Punkt, der sich sofort einstellte, war, mein Jähzorn ging weg. Mein Hass ging weg. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich bin eines Morgens aufgewacht und ich wusste, ich muss zu meinem Vater gehen und ihn um Vergebung bitten für all den Zorn und den Hass, den ich auf ihn hatte. Mein Papa und ich, wir hatten ein Verhältnis wie Katze und Hund. Und ich wusste an diesem Morgen, du gehst hin, wenn er von der Nachtschicht nach Hause kommt und du bittest ihn um Vergebung, sagst, Papa, es tut mir leid. Wir hatten seit Jahren nicht miteinander geredet. Und so war auch seine Reaktion, als ich zu ihm ging.
Wir trafen uns beide auf der Treppe. Ich ging zur Schule und er kam von der Nachtschicht. Und ich habe mich vorhin hingestellt und gesagt, Papa, guten Morgen. Und mein Vater hat mich angeguckt und gefragt, ey, bist du krank? Das war die einzige Reaktion, die er hatte. Das war völlig unnormal, dass wir überhaupt miteinander kommunizierten. Und am Nachmittag wusste ich, wenn er aufgewacht ist und ich komme von der Schule, ich gehe zu ihm hin und ich bitte ihn um Vergebung. Und ich soll euch was sagen, ich bin hingegangen und habe gesagt, Papa, es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich dich so gehasst habe. Es tut mir leid für all die Jahre, die wir miteinander verschwendet haben. Und mein Vater hatte Tränen in den Augen und ich hatte Tränen in den Augen und ich konnte Vergebung annehmen. Weißt du was, wenn die Liebe Gottes in dein Herz kommt, dann kannst du noch so eine elende Kanaille sein. Gott kriegt dich hin. Das ist, was ich gelernt habe. Gott kriegt dich hin, völlig egal, was da war. Meine Kumpels haben das nicht für möglich gehalten. Es dauerte nicht lange und ich stand auf der Straße bei uns in unserem kleinen Städtchen vor Karstadt. Ich hatte eine Idee, als ich die Bibel las. Da war nämlich eine Geschichte, die hat mich fasziniert. Da war ein Typ, der hieß Johannes der Täufer. Und er hat den Leuten gepredigt, ey, bereitet euch vor, Jesus kommt. Und ich dachte, das muss mein Job sein. Ich möchte den Leuten gerne sagen, ey, Jesus kann dein Leben packen und verändern, wenn du willst. Aber ich wusste nicht genau wie. Also habe ich mir eine Kiste besorgt bei irgendeinem Marktschreier, habe mich da drauf gestellt und habe gedacht, wenn der Johannes das gepredigt hat, predige ich das auch. Ey, Ottern und Schlangengezücht! Ja. Mehr hatte ich noch nicht begriffen von der Sache. Meine Mama hat sich an den ersten Samstagen immer gewundert, warum ich so viel Gemüse nach Hause gebracht habe. Und ich habe gesagt, Mama, ich muss das gar nicht bezahlen, die werfen das von alleine zu mir, ich sammle das bloß auf. Ja, die waren total fasziniert von meiner Art zu predigen, wirklich, die waren beeindruckt. Ich vergesse nie eine Szene, die haben wir auch auf dem Klassentreffen wieder rekapituliert. Da stehe ich da und rede gerade fröhlich von meiner Kiste runter und sage, ey, was du brauchst, ist die Liebe Gottes. Ja, und dann kommt mein Freund Toddy vorbei und sagt, ganz laut, vergesse ich nie mehr, auf die Schnauze hat er mich geschlagen, der Sack. Es war eine köstliche Szene. Aber war die Predigt gelaufen. Aber versteht ihr das? Ey, der entscheidende Punkt ist gar nicht, ob du wirklich da schon durchgeheiligt bist oder nicht, sondern Gott sieht dein Herz an. Und Gott wusste genau, ich liebe ihn und ich will ihn. Nicht besonders schlau, aber immerhin, meine Herzenshaltung war da. Und zu einem meiner schönsten Erlebnisse gehörte das, während ich da stand oben und erzählte, wie die Liebe Gottes anfängt, mein Leben zu packen, steht plötzlich meine Religionslehrerin da unten, Frau Schellhorn, und sie hört sich das alles an. Und dann kommt sie auf mich zu und sagt, ey Matthias, könntest du mit mir beten, dass ich den Jesus, den du kennst, auch kennenlerne? Meine Lehrerin, ey. Und ich wusste am Anfang nicht genau, was man macht. Ey, hast du schon mal mit deiner Lehrerin gebetet? Sag mal. Ich wusste nicht genau, was ich tun sollte. Und dann habe ich einfach ihr Händchen genommen, ja, wie man das mit älteren Damen so macht, und habe mich versucht, irgendwie schlau anzustellen. Und dann habe ich irgendwas gebetet, keine Ahnung mehr heute, was ich gebetet habe, aber ich glaube, es ging darum, dass Jesus sie irgendwie packen kann. Das war für mich einer der hammerharten Momente. Aber verstehst du das, wenn die Liebe Gottes in dein Leben kommt, dann verändert sich was. Dann beginnst du nicht mehr derselbe zu sein. Mit meinen Kumpels haben wir angefangen zu beten, bei uns zu Hause im Keller. Meine Mutter wusste nicht genau, wie ihr geschieht. Was machen die da unten im Keller? Und wir haben gebetet, volle Kanne. Ein paar von den Jungs, die waren echt auf Droge und dann haben wir unten im Keller gebetet, so lange gebetet, bis die einfach von ihrer Droge wieder runtergekommen sind. Ich habe damals nicht überlegt, was da hätte alles medizinisch passieren können oder nicht, war mir alles ganz egal. Ich habe einfach gebetet, weil ich glaubte, Gott wird sich wie Gott benehmen. Und die werden gesund, die Jungs. Und das war auch das Endresultat. Ich spürte, wenn die Liebe Gottes dich packt, dann bleibt nichts mehr so, wie es ist. Ich wusste genau, ey, ich muss mir keine Sorgen um meine Zukunft machen. Sondern ich habe gesagt, Gott, du wirst die richtige Frau für mich haben. Ich muss nicht spitz wie Nachbars Lumpi hinter allem herlaufen, was nicht schnell genug den Baum hochkommt. Die Zeiten sind rum. Ja, wenn du das immer noch glaubst, dann hast du die Sache nicht verstanden. Weil wenn Gott der Schöpfer aller Dinge ist, dann hat er auch einen Plan, oder? Und wenn er einen Plan für dich hat, dann hat er auch den richtigen Partner. Da brauchst du keinen Stress machen.
Das wusste ich. Gott fängt an zu sorgen und dann kann ich aufhören damit. Ich habe mich gefragt, Gott, was soll ich machen? Ich habe mein Abi nachgemacht und dann war die Frage, was soll ich tun? Und ich war so clever. Ich habe meine Gemeinde gefragt. Und die haben gesagt, ey Junge, werd Pastor. Ich habe meine Eltern gefragt und gesagt, Leute, was denkt ihr, was soll ich machen? Meine Mutter hat gesagt, Junge, du sollst Pastor werden. Ich habe gedacht, komisch, egal wen ich frag. Und dann bin ich auf eine fromme Konferenz gegangen. Und mitten auf der Konferenz redet einer der Redner und mitten in seiner Rede hört er auf, stiefelt vom Podium runter, rennt durch die Gänge, da waren vielleicht 2000 Leute, latscht in unseren Gang, kommt bis zu mir und sagt, ey, Gott sagt dir, du sollst auf die Bibelschule gehen, wie lange noch? Ich bin am selben Tag nach Hause gefahren. Ich war durch mit Konferenz, das war echt zu heavy für mich, das konnte ich kaum richtig verkraften. Dann bin ich in die Schule gegangen und dann musste ich letztes Jahr Abitur, kriegten wir so einen Schrieb von der Bibelschule, Eignungstest musste man dem Arbeitgeber vorlegen. Ich hatte keinen, also habe ich den mit in die Klasse gebracht. Und mein Tutor hatte nichts Besseres zu tun, als mit der gesamten Klasse auszufüllen, ob der Herr Brandner nun reif genug ist für einen geistlichen Dienst. Das war die Kasper-Veranstaltung schlechthin. Das Ende vom Lied ist, er hat bei meiner Mutter angerufen. Hat gesagt, Frau Brandner, lassen Sie Ihren Sohn ja nicht ins Kloster gehen. Das hatte der verstanden von dem Zettel. Ich will ins Kloster. Ich wusste, Gott hat einen Plan und ich war bereit, diesen Plan zu gehen. Und ich sag dir, was Gott ist hier, weil er einen Plan für dich hat. Und dass du heute hier sitzt, ist Plan Gottes. Und als ich gesagt habe, Gott, ich will deinen Weg gehen, dann staunte ich, wie Gott das ebnete. Und ich sag dir, wenn du sagst, Gott, ich möchte, Gott ist schon lange dabei, die Wege vorbereitet zu haben. Du musst nur hinterher rennen. Ich ging in diese Schule, ich kam raus aus der Schule und meine Frau erlebte das, was ich so unser inneres Waterloo nannte in unserer Ehe. Sie hatte eine Fehlgeburt und bei dieser Fehlgeburt ging so ziemlich alles schief, was schief gehen kann. Sodass die Ärzte nachher gesagt haben, Frau Brandner, Sie kriegen nie wieder ein Kind. Das ist einfach medizinisch nicht mehr machbar. Und ich habe echt gefragt, Gott, wo bist du? Gott, ich liebe dich. Wieso läuft das so? Und ich sitze in einem Gottesdienst und mitten in diesem Gottesdienst sagt plötzlich eine ältere Frau, steht auf und sagt, ich habe was von Gott empfangen, ich glaube, ich soll das sagen. Hier gibt es jemanden, der sich fragt, warum er keine Kinder hat. Und Gott sagt zu dir, ich werde dir Kinder geben wie Sand am Meer. Ach Herr, so viel war nur auch nicht nötig. Ich wusste genau, Gott redet zu mir. Woher soll die Frau das gewusst haben? Und ich merkte, durch den Dienst in der Gemeinde kamen so viele Leute, die Jesus finden wollten, dass ich plötzlich so viele Kinder hatte, dass ich gar nicht wusste, wie ich das richtig managen soll. Ich spürte plötzlich, Gott kommt in mein Leben und er schenkt mir das, was ich immer wollte. Eins meiner Lieblingserlebnisse war, ich sitze schon im Schlafzimmer, meine Frau wollte schon zu Bett gehen und plötzlich klingelt das vorne an der Tür bei uns. Wir waren in Friedrichshafen am Bodensee. Ich gehe, mach das Flurlicht an, gehe zur Tür und sehe einen Schatten da. Alleine der Schatten war schon komisch. Ich mach die Tür auf und dann steht da ein Typ, der war breiter wie hoch. Ich guck den an, Wahnsinnshaarschnitt. Hinter sich zieht er so eine kleine Frau her. Sind Sie der Pastor? Ja. Ich wollte ja sagen, Moment, wo ist er? Aber ich war das selber. Und ich schaue den an und der sah richtig bitterböse aus, der Bursche. Und ich denke, oh nein! Was will er? Da, 11 Uhr, ey, das war spät nachts. Da kommst du nicht Leute besuchen, oder? Schon gar nicht Leute, die du nicht kennst. Normalerweise jedenfalls nicht. Ja, ich wollte mich bekehren. Was will er? Der will sich bekehren? Und bevor ich irgendwas sagen konnte, drückte er mich zur Seite und ging direkt bis in unser Wohnzimmer. Setzte sich dahin und ich war relativ fassungslos. Ich hatte schon eine Menge mitgemacht, aber das noch nie. Ja,
Ich heiße übrigens Hansi Meier. Aha. Ja, ich habe eine Kassette von Ihnen gehört. Aha. Ja, das ist meine Frau. Ah ja. Ja, und jetzt wollte ich mich bekehren. Und dann stellte sich raus, seine Frau arbeitete in so einem Kleiderladen und eine dieser Ladies da gehörte zu unserer Kirchengemeinde. Und die hatte eine Kassette, auf der meine Lebensgeschichte drauf war, ihrer Kollegin geschenkt. Und die Kollegin hatte an diesem Samstag nichts Besseres zu tun, als sie am Spätnachmittag nach Hause kommt, macht sie das Essen. Und irgendwann abends, während Sportschau läuft, haut die sich in der Küche die Kassette rein und ihr Mann sitzt vor der Glotze und guckt Fernsehen und hört mit dem halben Ohr der Kassette zu. Irgendwann macht er die Sportschau aus, hört sich den Rest der Kassette an, schaut seine Frau an und sagt, ey, wenn das, was der Pastor erzählt, richtig ist, dann brauchen wir Jesus. Lass uns mal gucken, wo der wohnt. Am selben Abend schlagen die bei mir auf. Und er erzählt seine Lebensgeschichte. Eine so brutale Lebensgeschichte. Von seinem Vater verprügelt und misshandelt worden in übelster Form. Sein Leben nur unter Schmerzen und Elend durchgemacht. Hat der Junge aus lauter Verzweiflung, um sich irgendwie zu wehren, hat er sämtliche Kampfsportarten durchgemacht, die man durchmachen konnte und hatte das da zu echten Ehren gebracht. War mittlerweile Chef der gefährlichsten Bande überhaupt in ganz Friedrichshafen, den Black Angels. Dieser Typ hört das. Das schlägt bei ihm wie eine Bombe ein. Gott möchte mich lieben. Und er erscheint an demselben Abend bei uns zu Hause, kniet sich hin, betet und bittet Jesus in sein Leben zu kommen. Ich saß da, ich habe kein Piep gesagt und ich musste überhaupt nichts machen. Der stand wieder auf, drückte meine Hand, dass ich noch Tage später Schmerzen hatte und ging. Mit dem Versprechen, Pastor, Sonntagmorgen bin ich in der Kirche. Pünktlich um 9:30 schwingt die Tür auf und Hansi kommt in die Kirche. Setzt sich bis vorne an die erste Reihe, während ich oben stehe und die Begrüßung mache. Pastor, ich wollte nur sagen, ich bin da. Ach ja, ich wäre nicht drauf gekommen. Gott änderte dieses Leben von jetzt auf ein unglaubliches Ding. Was mich fasziniert hat, ist, wie Gott Leben verändert. Eine Frau sitzt im Gottesdienst und ihr wird der Tod diagnostiziert. Krebs im Kopf, in der Brust und in der Hüfte. Während sie im Gottesdienst sitzt, hört sie die Botschaft, dass Jesus der Herr ist. Nach der Veranstaltung kommt sie und sagt, Pastor, magst du nicht beten, wenn das stimmt, was du sagst, dass Jesus wirklich der Chef ist, dass sich was in meinem Leben tut? Stellte sich raus, die war schon lange in der Kirche, die kannte Jesus schon. Und es brauchte einige Wochen, da kommt sie an einem Dienstagabend in eine Bibel- und Gebetsstunde rein, die hatten wir da immer. Und sie kommt mitten im Gottesdienst, erhebt sich und sagt, Gott hat was an mir getan, ich muss mal was erzählen. Unterbricht meine Predigt, ey. Kommt nach vorne und erzählt ihre Geschichte, dass sie schon vor einigen Wochen beim Doktor war, der hatte sie wieder geröntgt, um zu gucken, wie weit das ist, und hatte sie wieder nach Hause geschickt. Dann war sie wieder hin, hatte nochmal einen Termin und wieder wurde sie geröntgt und wieder hat er sie gleich nach Hause geschickt, ohne ihr die Befunde zu erzählen. Aber da kannte er die gute Dame schlecht. Die hatte schon Übung mit Ärzten und Doktoren. Und die ging hin und hat gesagt, Herr Doktor, Sie müssen mich hier schon rausschmeißen, aber jetzt will ich wissen, wie es ist. Und dann hat er sie reingenommen und dann hatte ihr die Aufnahmen der letzten Male gezeigt. Und dann konnte man sehr gut sehen, wie die Tumore gewachsen sind. Und dann zeigte er die letzten beiden Aufnahmen. Und sagte, Herr Doktor, da muss aber ein Fehler vorliegen. Das sind ja nicht meine Bilder. Doch, sagt er, das sind Ihre Bilder. Aber Sie haben recht, ich habe auch ein Problem. Ich habe keine Ahnung, wo die Tumore geblieben sind. Kein Schimmer. Sie sagt, Herr Doktor, das gibt's doch gar nicht, oder? Sagt er, genau, das ist mein Problem. Das gibt's nicht. Aber nach den letzten Befunden, deswegen habe ich Ihnen nichts gesagt, nach den letzten Befunden gibt's kein Krebsbein. Keine Ahnung, wo der geblieben ist. Und die Frau war gesund von der Stunde an. Hey, ich erzähle das,
weil ich möchte, dass du was begreifst. Wenn Gott in dein Leben reinkommt, dann beginnen sich die Dinge zu verändern. Und dann bleibt nichts, wie es war. Nie mehr. Nie mehr. Ich habe gesagt, Gott, ich möchte Kinder. Und Gott hat mir zwei Jungs geschenkt. Der erste kam aus der Nähe von Heilbronn. Den habe ich adoptiert. Seine Mama und sein Papa waren auf Droge. Und irgendwann haben sie ihn in der Kneipe stehen gelassen. Und es gab niemanden, der sich um das Kind kümmern wollte. Und wir kriegten über mehrere Leute aus der Gemeinde darüber Kontakt. Und plötzlich hatte ich ein Kind. Und die Leute haben gesagt, er ist so voll Drogen gewesen, schon in seiner vorgeburtlichen, in seiner geburtlichen Phase, schon im Bauch der Mutter. Der Junge wird Schäden haben für sein ganzes Leben. Und wir haben gesagt, das glaube ich nicht. Wir glauben an einen Gott, der das wiederherstellt. Heute ist Marcel 17, macht sein Fachabi und ist absolut gut drauf. Halleluja. Weißt du warum? Weil Gott keinen Stress hat, irgendwelche Prognosen total zu verändern. Unseren zweiten Sohn haben wir aus Rumänien bekommen. In den Jahren 89, 90 habe ich viel Hilfstransporte rübergebracht, weil wir das Elend gesehen haben und gesagt haben, wir müssen was tun. Und dort waren wir in Cluj, in diesen furchtbaren Kinderheimen, wo die Kinder wirklich verhungert sind, weil es nichts gab. Und wir haben Familien organisiert, haben auf einen Schlag 18 Kinder rausgeholt mit den entsprechenden Eltern. Und eins dieser Kinder, das ich gesehen habe, war ein kleiner Junge. Ein total verhungerter Junge, 9 Monate alt. Und ich habe diesen Jungen angeguckt und ich spürte eine Liebe in meinem Herzen für dieses Kind. Und ich habe gesagt, den oder keinen. Und dann haben wir ihn aus dem Land rausgekriegt und dann kam er zu uns. Und die Ärzte haben ihn untersucht und die haben gesagt, dieses Kind ist total zurückgeblieben. Er war emotional so krank, dass man ihn nicht anfassen konnte. Dann fing er an zu schreien und zu beißen. Jeden, der ihn packen konnte, bis zu seinem 6. Lebensjahr, konnte man den nicht festhalten. Wer ihn umarmte, den hat er gebissen. Und wir haben gesagt, Gott, du bist Gott, der alles kann und du kannst dieses Kind heilen. Völlig egal, was der erlebt hat. Du bist der Gott, der gestern war, heute und in alle Ewigkeiten ist. Weißt du, was das bedeutet? Gott kann mit dir in deine Vergangenheit zurückgehen, egal wie schrottig die war. Und er kann seine Liebe da reinlegen und du bist gesund. Und wir haben mit diesem Kind gebetet. Und jetzt macht er eine Ausbildung und wird Koch. Und es ist großartig zu sehen, wie Gott ihn heilt und wie er mit der Liebe Gottes voranrennt. Hey, soll ich dir was sagen? Ich diene dem Gott, der alles möglich machen kann. Hast du das verstanden? Das ist der Jesus Christus, mit dem wir leben. Und ich weiß nicht, mit wem du lebst, aber der Gott, an den ich glaube, der hat mein Leben reich gemacht und er hat mein Leben gesund gemacht. Und er hat meine Familie gesund gemacht. Und er hat dazu geführt, dass Leute, die kaputt waren und ohne Chance waren, Hoffnung gekriegt haben und ihr Leben heil gekriegt haben. Das ist der Gott, dem ich diene. Und jetzt erzähl mir, welchem Ungläubigen dienst du? Und sag mir, was dein Unglaube für dich tut. Sag mir, was deine Philosophie für dich tut. Und sag mir, ob sie dich gesund macht und ob sie dich heil macht und ob sie dich glücklich macht und ob sie dir eine Perspektive zum Leben gibt. Und wenn sie das nicht macht, dann wirst du beim Teufel landen. Und du musst dich entscheiden, wo willst du hin? Das ist der entscheidende Knackpunkt. Deswegen sitzt du hier heute. Weil Gott Ewigkeit vorbereitet hat und weil er dir sagen möchte, hey, ich will dein Leben packen und ich will das wiederherstellen. Meine Frau kommt eines Tages und sagt zu mir, ich habe ein ganz komisches Ziehen im Rücken. Und aus dem Ziehen im Rücken wird ein Riesenschmerz. Und aus dem Schmerz werden Krankenhausbesuche bis in die Uniklinik und man stellt fest, sie hat Rückenmarkskrebs. Der Schmerz wird so schlimm, dass sie sich ins Bett legt und monatelang nie mehr aus dem Bett aufstehen kann. Meine Jungs gingen gerade, der eine ging in die Schule. Und ich wusste genau, dass unser Familienleben auf einer Riesenkippe steht. Und in der Zeit habe ich viel gebetet und gesagt, Gott, wir brauchen ein Wunder. Aber du bist der Gott, der alles kann. Und dieser ganze Prozess dauerte ein Jahr. Und dann an einem Morgen im Januar
liege ich wach, weil ich meine Frau neben mir weinen und stöhnen höre vor Schmerz und ich auch nicht schlafen konnte und auch nicht wusste, was ich machen soll. Und für Menschen, die mit Gott leben, die bekommen Impulse von Gott. Du kannst in deine Gedanken hinein Impulse von Gott bekommen und du weißt, was du tun sollst. Und ich empfinde und höre diese innere Stimme, die zu mir sagt, leg deine Hand auf deine Frau und bete und du wirst sehen, ich tue was. Ich hatte oft, während sie so Schmerzen hatte, für sie gebetet. Aber an diesem Morgen wusste ich, ist das anders. Und ich betete mit ihr und ich merkte, sie wird ruhiger, der Atem geht gleichmäßig, sie hört auf, innerlich zu stöhnen, der Schmerz ging weg. Und am Morgen machte ich das Frühstück wie immer und plötzlich stand meine Frau in der Küche. Und ich habe sie angeschaut und gesagt, hey, was machst du denn hier? Du sagst sie, ich weiß auch nicht, aber ich fühle mich fit, ich fühle mich stark. Und ich wollte sie wieder ins Bett schicken, weil das war mir ganz unheimlich. Wenn jemand monatelang sich nicht nur unter Schmerzen bewegt, wenn überhaupt, und sich nicht wirklich aufrecht halten kann, dann bist du geschockt, wenn der plötzlich neben dir steht. Ganz frisch und irgendwie ohne alles. Und von dem Tag an war sie gesund. Nie mehr irgendwas gehabt. Nie mehr. Gott war einfach da. Ich erzähle euch den Clou an der Geschichte. Wenige Monate später bin ich in einer Veranstaltung und kurz vor der Veranstaltung ruft mich meine Frau an. Und sie sagt, Matthias, mir geht das Hundeelend. Ich spucke wie ein Reiher. Ja, Liebes, da musst du dich hinlegen. So einfach ist das. Wir sind Männer, ne? Klare Lösung und so. Und sie sagt, nein! Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, ich bin schwanger. Ja, ja. Auch wieder typisch Mann. Ich habe gesagt, ey, geh einfach in die Apotheke. Kauf dir 2 Tests und dann weißt du, was läuft. Am nächsten Morgen ruft sie mich an und sagt, du, beide Tests sind positiv. Ich bin schwanger. Ach komm. Also die Pharmaindustrie ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Die Jungs, die taugen auch nicht mehr alles. Sie geht zum Arzt. Der untersucht sie und sagt, sie sind schwanger. Ich bin nach Hause, ich bin mit ihr zum Doktor hin, habe gesagt, Herr Doktor, wie funktioniert das? Er sagt, was auch immer in dem Körper passiert ist, irgendwas hat sich so umgestellt, fast umgebaut, dass ihre Frau tatsächlich schwanger werden kann und das Kind austragen wird. Und wir kriegten eine Tochter, Jasmin. Blond und blauäugig, wie sich das gehört. Also ich komme aus Schleswig-Holstein, da laufen die Leute so rum. Und dieses Kind wurde mein Herz natürlich, ist doch klar, oder? Meine Jungs habe ich auch immer geliebt, natürlich, aber ein kleines, blondes Mädchen. Also, okay, wenn ihr mal so alt seid wie ich, werdet ihr verstehen, worüber ich rede. Dieses kleine blonde Mädchen mit fast 5 Jahren spielt in unserem Gemeindehaus mit den Jungs Fang. Und während sie rennen, die Treppe hoch und runter, schubst einer der Großen sie und sie fliegt so lang, wie sie ist, runter und knallt mit dem Kopf und dem Gesicht auf die Steinkante. Und es haut ihren Kiefer raus. Der ganze Mundbereich, alles ist voller Blut und alles zermatscht. Ich habe dieses kleine Kind auf dem Arm und sie blutet und heult und schreit und wir sind ins Krankenhaus gerast mit ihr. Die Ärzte haben sie angeguckt und sie haben gesagt, ey, keine Chance. Die bleibt entstellt für ihr ganzes Leben. Hoffentlich ist da nicht noch mehr kaputt. Und so ein Kind sieht furchtbar aus. Alle Zähne sind raus, der ganze Kiefer ist krumm und schief, das Gesicht ist völlig entstellt. Und ich kann dir sagen, ich saß zu Hause, ich bin vor Wut schier die Decke hochgeklettert. Ich habe gewütet und gebrüllt und habe gesagt, ey Gott, wo bist du eigentlich? Kannst du nicht auf meinen Laden aufpassen? Und ich war echt sauer.
Und ich habe bestimmt 2 Stunden zu Hause im Wohnzimmer rumgewütet, wie blöd. Meine Frau, weise wie sie ist, hat schon alle Fenster zugemacht, dass die Nachbarn das nicht mitkriegen. Und während ich in meiner Wut und in meinem Zorn vor mich hingebrüllt habe, höre ich plötzlich die Stimme Gottes in meinem Geist. Und Gott sagt, ey, du regst dich über die falsche Seite auf. Ich bin nicht der Räuber, sondern der Teufel ist der Räuber. Der Teufel ist der Räuber. So, warum in alles, um alles in der Welt wehrst du dich nicht und holst die Gesundheit deiner Tochter zurück? Und dieser Gedanke, der zündete in meinem Kopf, wie als wenn ich noch nie die Bibel gelesen hätte. Und ich sagte, Gott, genau das ist der Punkt. Ja, meine Zeit, warum bin ich so blöd und begreife das nicht? Ich bin ein Kind Gottes und Gott mit seiner Power und Autorität ist in meinem Leben. Und ich drehte mich um in dem Wohnzimmer und sagte, Teufel, es ist mir egal, was du gemacht hast, aber du bringst die Zähne und die Gesundheit meiner Tochter zurück. Du hast nicht das Recht, die zu nehmen. Meine Frau kommt aus dem Esszimmer und sagt, ey, was ist denn jetzt los? Was redest du denn für ein Zeug? Ich sag, du, Gott hat zu mir geredet. Wir sollen beten, die Zähne kommen wieder, der Kiefer wird in Ordnung, das Gesicht wird in Ordnung, Gott stellt unsere Tochter wieder her und der Teufel kann es nicht wegnehmen. Ich bin in unsere Gemeinde gegangen und habe gesagt, Leute, ihr müsst beten, Gott wird das wieder zurückbringen. Der Teufel darf das nicht nehmen. Einige Wochen später, wir liegen morgens im Bett, Mini kommt runtergetigert, Jasmin, Mini ist der Spitzname, Mini kommt runtergetigert, kommt, kuschelt bei Papa und wir spielen das Spielchen, das man immer spielt, wenn man Papa ist. Ja, solltet ihr euch merken, wenn ihr mal so weit seid. Also man nimmt das Baby und man wirft das ein bisschen in die Luft und fängt das auf, das mögen Babys, das finden die irgendwie klasse. Ja, wenn du älter bist, kannst du das mal mit deiner Ehefrau probieren, mal gucken. Also du wirst merken, mit Babys ist das echt leichter. Und während wir das machen, fängt sie plötzlich an zu lachen. Und während sie lacht, gucke ich in ihren Mund. Hab sie runtergenommen, hab sie an meine Frau rübergereicht und hab gesagt, Elke, guck ihr in den Mund. Mini hat auf Befehl gelächelt. In dem Alter tun die noch, was man ihnen sagt. Wir sind am selben Morgen ins Krankenhaus gerast. Sind auf denselben Doktor gestoßen, der hat die geröntgt und hat gesagt, Herr Brandner, wie auch immer das passiert, die Zähne kommen. Wenn du meine Tochter heute anguckst, siehst du gesunde Zähne, einen gesunden Kiefer und ein völlig wiederhergestelltes Gesicht. Und Gott hatte keinen Stress, die Zähne wiederherzubringen. Und ob sie nun die dritten oder schon die vierten hat, keine Ahnung, wievielte Generation das da ist. Aber Gott hat keine Mühe, die Dinge wiederherzustellen. Ich habe in diesem Klassentreffen da gesessen und ich habe ihnen die Storys erzählt, die ich mit Gott erlebt habe, die wir als Familie mit Gott erleben. Und vielleicht nach einer Stunde saßen wir immer noch da. Und plötzlich hat meine Kollegin neben mir, Karen, in die Tasche gegriffen und ihr Taschentuch rausgeholt. Und dann fing sie an zu weinen und dann sagt sie, weißt du was, ich möchte deinen Jesus auch. Und plötzlich wurde das eine Veranstaltung, das war für mich eine der größten Segnungen überhaupt, zuzugucken, wie meine ehemaligen Klassenkameraden zu Jesus gekommen sind. Und dann habe ich ihnen das nochmal gesagt, Leute, und das hat sie mir bestätigt, die Karin. Sie hat gesagt, weißt du, während du geredet hast, habe ich darüber nachgedacht, was mein Unglauben mir die ganzen Jahre gebracht hat. Und ich bin durch damit. Und ich möchte dich bitten, einfach das mal kosten-nutzen-mäßig anzugucken. Ey, was hat dir die Zeit ohne Gott wirklich gebracht? Wie viel Lebenssinn und Erfüllung hast du wirklich gefunden? Wie viel Frieden und Sinnvorgabe hast du echt gefunden? Wie viel Ruhe und Vergebung in deinem Herz hast du gefunden? Wie viel Hilfe und Heilung Gottes hast du gefunden? Ey, ohne Gott.
Und wenn du feststellst, dass bei deiner Kosten-Nutzen-Analyse nichts rauskommt, dann ist es allerhöchste Zeit, dass du wechselst und sagst, Jesus, ich würde gerne mein Leben dir anvertrauen. Ich würde gerne, dass du derjenige bist, der wirklich meinen Schrott aus dem Leben nimmt, meine Schuld vergibt, mir seinen Frieden schenkt, mir die Angst wegnimmt und mir eine Perspektive zum Leben gibt. Weil Jesus ist kein Miesmacher, sondern er ist der Geber des Lebens. Ey, Leute, die dir erzählen, dass Christian langweilig ist, die haben keine Ahnung. Die kennen Jesus nicht. Seitdem ich Jesus kenne, muss ich aufpassen, dass ich mit der Geschwindigkeit mithalten kann. Seitdem ist das Leben derartig spannend und abenteuerreich, hat mich durch die halbe Welt transportiert und ich erlebe Kraft Gottes und ich merke, darin liegt unser Sinn, dass Gott möchte, dass wir seine Liebe ergreifen und damit unsere Welt verändern. Da, wo du bist. Gott setzt dich dazu. Und er will, dass du seine Power und seine Kraft und seine Hilfe hier schon erlebst. Und dann kannst du locker dich auch mit dem Thema Tod beschäftigen, ohne Panik zu haben. Damit schließe ich. Meine Oma lag im Sterben. Sie hatte Darmkrebs. Aber sie hatte keine Schmerzen dabei. Obwohl die Ärzte gesagt haben, normalerweise hätte sie Morphium schlucken müssen. Sie hatte keinen einzigen Schmerz. Sie liebte ihr Leben lang Jesus. Auf ihre Art. Und als wir am Totenbett saßen, sie lag schon in so einer Art Koma, schon über einige Tage, da wacht sie plötzlich auf, schaut uns total klar an und sagt, hört ihr, wie sie singen? Und wir haben gesagt, Oma, es ist kein Radio an. Sie sagt, nein, das, was ich höre, ist der Himmel, der singt. Und mit einmal kommt diese alte Frau, die sich nicht wirklich bewegen konnte, kommt die plötzlich aus dem Bett hoch, mit dem Oberkörper, kommt nach oben, streckt ihre Hände entgegen, nach außen und sagt, Jesus, ich komme jetzt! Und dann sackt die Frau zurück und ist tot. Im selben Augenblick, ich kann dir sagen, mir lief die Gänsehaut hoch und runter. Und ich dachte, mein Gott, da geht jemand nach Hause. Verstehst du den Unterschied? Es gibt eine Menge Leute, die sterben, aber da ging jemand nach Hause. Die wusste, dass der Himmel sie abholt. Und ich sag dir, im selben Moment habe ich mir geschworen, Gott, wenn ich nach Hause gehe, dann muss das mindestens genauso sein. Dann gehe ich und dann höre ich, wie Gott kommt und mich ruft und sagt, hey, mein Freund, du warst in dieser Welt treu, ich setze dich über viel, komm nach Hause. Hey, was willst du hören irgendwann, wenn der Termin kommt? Und ich sag dir, der Tod ist eine wirklich todsichere Verabredung, da wirst du nicht drumherum kommen. Da hast du eine Trefferquote von 99,999999. Da bist du dabei. Die Frage ist, ob du vorbereitet bist. Und ob du weißt, dass du nach Hause gehst. Und ich sagte, ich bin hundertprozentig sicher. Ich gehe nach Hause. Und der Papa wartet. Der mit mir hier schon gewesen ist. Der hier schon mit seiner Liebe und Kraft mein Leben geführt hat. Der geht mit mir durch. Ich arbeite ab und zu ehrenamtlich in einem Sozialwerk und die haben eine riesen Altenstation. Und da haben wir eine heiße Story mitgemacht. Edgar, der Chef von der Station, hat sie erzählt. Er wird zu einer alten Dame gerufen, die schon im Sterben liegt. Und die Dame sagt zu ihm, Herr Pastor Kaiser, wenn ich sterbe, möchte ich gerne, dass sie mich mit einem Löffel in der Hand beerdigen. Was wollen Sie? Ein Löffel in der Hand, Herr Pastor. Und er sagt, wieso wollen Sie das denn? Dann sagt sie, wissen Sie, immer wenn wir hier so alten Kaffee hatten und das war so nett, dann hat eine dieser Pflegerinnen immer zu mir gesagt, behalten Sie den kleinen Löffel, weil das Beste kommt noch. Und Herr Pastor, wenn ich beerdigt werde, möchte ich gerne mit einem Löffel in der Hand beerdigt werden, damit alle Leute sehen, das Beste kommt noch. Und ich dachte, wow, stell dir das mal vor, wenn du das sagen kannst. Ich habe die Liebe Gottes in diesem Leben genossen. Ich habe seine Kraft erlebt. Ich habe die Liebe Gottes weitergegeben. Ich habe in dieser Welt Veränderung geschaffen. Und ich gehe nach Hause und das Beste kommt noch. Dann verstehst du, was es bedeutet, Christ zu sein. Und nochmal meine Frage an dich. Ey, wo hat dich dein Unglaube bisher hingebracht?
kannst du sagen, dass du auch nur annähernd von dieser Qualität des Himmels, was in deinem Leben mitgekriegt hast? Wenn nicht, dann ist heute dein Termin, zu sagen, das muss ich ändern. Das muss ich ändern. Und alles, was du tun musst, ist eine klare Entscheidung treffen. Deswegen hat Gott dir einen freien Willen gegeben. Zu sagen, Jesus, ich möchte gerne, dass du der Chef in meinem Leben wirst. Und ich will mich davon lösen, mich immer darum zu kümmern, was andere Leute von mir denken. Ich will zu dir kommen und ich will mein Leben festmachen. Und ich will das sichtbar machen vor allen Leuten. Ich will das sichtbar machen vom Teufel. Ich will das sichtbar machen vor jedem, der das mitkriegen will. Ich will mit Jesus leben. Und Jesus wird das bestätigen. Die Bibel sagt, wenn wir uns zu Jesus stellen, stellt er sich zu uns und er vergibt uns und er macht uns zum Kind Gottes und wir erleben seine Kraft und seine Liebe. Und ich möchte euch einladen, so einen Schritt heute zu gehen. Und du kannst dir überlegen, kenne ich diesen Gott? Kenne ich diesen Jesus? Habe ich dieses Leben aus Gott oder habe ich das nicht? Wenn du das nicht hast, ist das heute dein Termin, zu Jesus zu kommen und das zu holen. Und dann lade ich dich ein, diese Entscheidung zu treffen, indem du hier nach vorne kommst und dir ein Gebet abholst. Beten heißt, wir empfangen von Gott. Die Bibel hat gesagt, so sollen wir das tun. Betet füreinander, damit ihr das empfangt, was Gott euch geben will. Und deswegen lade ich Leute immer ein, von ihren Plätzen aufzustehen, zu demonstrieren, Gott, ich komme zu dir. Ich weiß, dass das ein riesenmutiger Schritt ist. Aber das ist der beste, den du je machen kannst. Und ich weiß, dass das mein Leben revolutioniert hat, diesen klaren Schritt auf Jesus zuzugehen. Und ich weiß genau, das wird bei dir genauso sein. Und vielleicht denkst du, ey, ich bin so feige, das traue ich mich nicht. Ey, sei ehrlich, du bist mutig genug gewesen, das ganze Leben irgendwie zu leben ohne Gott. Hey, sei mutig genug, dein Leben mit Gott zu leben. Und mach das klar, dass das jeder mitkriegen kann. Und dann wirst du gerade auslaufen in deinem Leben und du wirst nicht feige sein. Und du wirst nicht mehr jemand sein, der sich immer nach der Meinung irgendwelcher Leute richtet. Sondern du wirst sagen, Gott, ich will mein Leben nach dir ausrichten. Und ich will, dass du mit mir gehst. Halleluja. Wir beten miteinander. Vater, wir danken dir dafür, dass du uns eine so unglaubliche Lebensperspektive durch Jesus geschenkt hast. Wir können zu dir kommen, wir können deine Kinder sein, wir dürfen all deine Liebe und deine Kraft und deine Möglichkeiten in unserem Leben genießen. Wir können rauskommen aus jeder Sucht, aus jeder Krankheit, aus jeder Angst, aus jedem Schrott, egal was in unserem Leben war. Wir dürfen frei werden, wir dürfen heil werden, wir dürfen gesund sein in dir, wir dürfen mit deinem Leben ausgefüllt unser Leben neu leben. Es gibt immer einen neuen Anfang mit dir, das ist gewaltig. Aber Vater, wir merken auch, dass es eine andere Seite gibt, die uns von dir wegziehen will. Wir spüren diesen inneren Kampf, der da ist, der uns nicht loslassen will. Aber wir entscheiden uns, dir mehr zu glauben. Wir entscheiden uns für deine Seite. Wir entscheiden uns für das Licht und gegen die Finsternis. Wir entscheiden uns für eine Nachfolge in Kraft Gottes. Halleluja. Oh Jesus, ich danke dir, dass du hier bist und heute Menschen deine Liebe schenken wirst. Heute Leute zu Kindern Gottes machen willst.